Heute wickeln wir ganz fleißig Ostereier ein und das machen wir mit unseren Wachsschnüren. Die haben wir in ganz vielen verschiedenen Farben für euch in unserem Online-Shop. Ich verlinke sie euch natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich starte jetzt mal mit zwei verschiedenen Farben und wickel mir die Schnüre so ganz fein zu so einer Schnecke auf. Und das ist jetzt mein Anfang für mein Osterei. Dann kann ich nämlich meine Schnecke ganz einfach auf so ein Kunststoffei zum Beispiel aufkleben. Die Schnüre lassen sich zum Beispiel aber auch auf Glas kleben oder auf Styropor. Die Schnüre kleben ganz von alleine, ihr braucht da keinen extra Kleber dazu. Das sind nämlich eben Schnüre, die mit Wachs überzogen sind. Und wie bei den Wachsverzierungen auch, arbeiten wir da einfach nur mit der Handwärme und am besten bei Zimmertemperatur, weil da die Wachsschnüre eben am leichtesten und schnellsten festkleben. Ihr könnt die Schnüre ganz einfach mit der Schere kürzen und schon ist mein erstes Ei schon fertig. So sieht es jetzt aus. Ich finde, es ist eine ganz schöne Optik, weil es eben so gewickelt ist und die Wachsschnüre alle ganz gleichmäßig sind. Und dann könnt ihr eben in ganz verschiedenen Varianten kreativ werden. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel gleich drei Schnüre auf einmal und fange immer unten mit meiner Schnecke an. Bei drei Schnüren braucht ihr einfach ein bisschen mehr Geduld, weil es eben mehr Fläche ist, die erstmal warm werden muss und dann festklebt. Ich zeige euch jetzt hier einfach ein paar Varianten, wie ich die Eier gestaltet habe. Eine Schnur ist immer so ungefähr 2 Meter lang und also eine reicht nicht ganz für ein Ei. Ich würde sagen, so knapp 1,5 Schnüre. Das ist aber natürlich auch abhängig davon, was ihr für Eier habt oder ob ihr was anderes gestaltet. Also wie gesagt, die Wachsschnüre kleben ja auf ganz unterschiedlichen Materialien. Und dazu gibt es auch schon ein paar andere Videos, die ich euch gerne unten verlinke. Und natürlich kann man die Wachsschnüre auch längs auf die Eier kleben. Da habe ich jetzt da auch noch mal eine Variante gemacht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Ideen bekommen und vor allem Lust bekommen, auch Ostereier zu wickeln. Abonniert doch gerne unseren Kanal und seid beim nächsten Video wieder mit dabei.